Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angies Wollplaudereien. Ich war einkaufen. Das ist jetzt noch nichts Sensationelles, aber also ich hatte so einen ähnlichen Unfall schon einmal und heute ist es mir wieder gelungen. Letztes Mal, also ich habe so einen Einkaufstrolley, wenn ich einkaufen fahre. Und das letzte Mal war es ein Becher Schlagobers, der undicht war und sich dann im Trolley verteilt hat, über alles, was da so drinnen war. Und heute war es dieses hier. Geschirrspülmittel. Keine Ahnung, warum das aufgegangen ist, offen ist, kein ich weiß. Jedenfalls duftet jetzt alles sehr, sehr gut in dem Trolley. Nicht nur der Trolley selber, sondern alles, was da drinnen war. Es ist auch ein bisschen schleimig. Ich liebe sowas. Ich liebe solche Aktionen mit so, also so kann ich mal echt den Tag versauen. So ein Trick. Ja. Und davor war ich noch einkaufen, was anderes. Und das zeige ich euch jetzt, weil ich war dort zum ersten Mal. Rechnung. Wie will man die? Und zwar in einem Shop, der nennt sich Americandy. Ich wusste gar nicht, dass es den bei uns in der Nähe gibt, bis ich davon gehört habe. Und heute habe ich es endlich hingeschafft und es ist ein sehr kleines, unscheinbares Geschäft und hat auch nicht viel. Aber ein bisschen was habe ich eingekauft trotzdem. Und ich kenne die Sachen alle nicht, also fragt es mich bitte nicht. Also das habe ich zweimal. Butterfinger von Nestle. Keine Ahnung, wie das schmecken wird. Ich lasse mich überraschen. Dann habe ich Snowballs. Schaut irgendwie giftig aus. Ist es wahrscheinlich auch. Hershey's Cookies and Cream. Dann von Reese's 3 Peanut Butter Cups. Und dann habe ich noch etwas gekauft, das gab es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und habe mich dann für diese Geschmacksrichtung da entschieden. Konfetti Cupcake. Frosted Konfetti Cupcake. Irgendwie für den Toaster oder so, wenn ich das. Wo ist denn das? Da, da ist ein Toaster drauf. Für den Toaster. In den Toaster stecken, bei niedriger Hitze und kurz drin lassen. Ja, sagt's das meinem Toaster. Oder auch in die Mikrowelle legen, auch möglich, für 3 Sekunden. Okay. Schau mal rein, würde ich sagen. Schauen wir doch einfach rein. Wenn es geht. Wenn möglich. Das hilft uns aber jetzt nicht weiter. Also ich werde berichten, was das ist und wie das schmeckt. Also ich nehme an, solche flachen Dinger mit diesen bunten Streuselzeugs drauf. Ja, ist mal was anderes, habe ich mir gedacht. Und nachdem der Shop in der Nähe ist, habe ich beschlossen, ich probiere den mal aus. So, das ist ein Strick- und Spinn-Podcast und kein Fresserei-Podcast. Ich habe mir heute für euch überlegt, ich werde mal so eine Zusammenfassung machen aller meiner Strickprojekte mit 3 Ausnahmen. Die Ausnahmen sind meine Decken. Das ist die Decke, die ich irgendwann machen werde aus den Sockenwollquadraten, die da hinten nicht im Bild sind. Und dann habe ich die 10-Maschen-Decke. Die liegt gut. Und dann habe ich ja noch eine aus
größeren Quadraten, die ich euch noch nie gezeigt habe, aber ich glaube, ich habe jetzt 3 Quadrate fertig. Oder auf jeden Fall 2 Quadrate fertig und das dritte fertig, weiß ich nicht. Wurscht, auf jeden Fall habe ich die euch noch gar nicht gezeigt, noch nie. Das ist eine Log Cabin Square Decke, soll das werden. Und auch aus Resten. Wer schauen will, also auf Ravelry unter meinen Projekten, findet ihr sie. Ich glaube, ich habe sogar Fotos drin. Ja. Also die nicht, die kommen heute nicht vor, die spielen nicht mit, die zählen nicht, die gelten nicht. Aber dafür alles andere, einfach mal um so einen Überblick zu schaffen, und auch mir, war jetzt gar nicht so einfach alles. Also ich habe heute 2 Notizen. Ich habe mein Notizbuch und dann habe ich noch so einen extra Schmierzettel. Und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles drauf, aber ich bin nicht sicher. Wie auch immer, ich mache zuerst die fertigen Sachen. Fertig sind die Aprilsocken. Also beide. Damit ist der Aprilsocken technisch für mich erledigt. Und die kommen jetzt auch gleich in Schachtel. Ja, über Wolle und so weiter habe ich euch eh schon genug erzählt. Also hops, Schachtel unten. Ich räume später in die Schachtel. Und ja, gibt es glaube ich auch sonst nicht mehr wirklich viel dazu zum erzählen. Außer dass ich noch nicht weiß, woraus ich die Maisocken machen werde. Aber ich habe ja auch noch Zeit, jetzt den ganzen April mir das zu überlegen. Und ich mache mir da jetzt auch keinen Stress. So, und dann habe ich fertig den Sockhead-Head und ich glaube, es ist der 8. Ich weiß nicht, ich habe ihn als 8. eingetragen, aber ich habe nicht nachgezählt. Der ist kürzer als alle anderen, was schlicht und ergreifend daran lag, dass mir die Wolle ausgegangen ist. Aber es immer noch, es geht gar nicht. Es geht gar nicht, weil ich da hinten so einen Stangl drinnen habe. Also er ist ein bisschen slouchy und wenn ich das umklappe, muss nur aufpassen, dass ich mir das nicht irgendwie in den Faden ziehe. Dann, es liegt noch immer nicht auf, da sind die Haare im Weg. Es geht heute nicht so. Das geht eigentlich gar nicht so, weil ich habe hier so ein Stangl drin. Ja, der ist fertig. Und wird zu dem anderen Set wandern, das ich auch aus der Wolle gestrickt habe, nämlich den Kaul und die Stulpen und dieses Beret-artige Kappelhauben-Ding. Ja. Also auch das ist fertig. So, und jetzt zur Zusammenfassung. Jetzt legen wir mal los mit einem Schluck Kaffee. So, also, ich habe den Schlauchschal in Arbeit, den ich halt gern beim Fernsehen stricke. Und auch der ist ein Stückel gewachsen, seit ihr ihn das letzte Mal gesehen habt. Ich war irgendwo bei dem orangenen Teil und das ist dazu gekommen. Und den stricke ich einfach aus Resten, die ich zusammengeknotet und zu dem Knäuel da gewickelt habe. Ich habe 120 Maschen in der Runde auf 2,5er Nadeln. Ja, und unten ist er zu. Also unten ist das Ding zu, damit vorne wie hinten der Schal, damit die Schiere, die hässliche Seite nicht sichtbar ist, stricke ich das in der Runde. Außerdem wird das dann ein schöner, dicker, warmer Schal, hoffentlich. Irgendwann mal. So, das war Nummer 1. Dann habe ich weiß nämlich nicht, was ich da alles... Wie gesagt, ich habe Notizen gemacht und auf der einen Seite und ich habe die Projekte da alle zusammengewürfelt in dem Korb. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Da ist mein Celtic Myths Tuch. Da ist genau nichts passiert. Nix. Oh ja, es ist was passiert. Ich habe mir endlich das schwarze Knäuel dazu gesucht und gefunden und auch in den Projektbeutel geschmissen. Und ansonsten hat sich da nichts getan. Da stricke ich aus der Drops Lace. Und mit 2,5er Nadeln, ja, genau, ja,
wenn ich es stricke, dann mit 2,5 Nadeln. Ansonsten ist das eben so drin. Schwupp. Dann habe ich Chaos. Ich habe Chaos. Den RVO, also den Raglan von oben Pullover. Da habe ich auch nichts weiter dran gestrickt. Auch auf 2,5er Nadeln. Und da warte ich ja auf die Zinknadeln, die ich bestellt habe. Also die bekomme ich dann beim nächsten Strickeltreff in Brunn am Gebirge am 23. April. So lange muss ich noch warten. Und dann kann ich das mit dem Zing weiter stricken. Das ist halt so, erstens sind sehr alte Nadeln schon, stört mich im Prinzip nicht. Also so alte Metallnadeln stören mich nicht. Verwende ich genauso wie alle anderen. Aber das Seil ist sehr kurz und das ist für einen Raglan, nein. Also einen Raglan von oben sollte man ja auch immer regelmäßig anprobieren, um einfach zu schauen. Und ich habe ja zudem auch keine Anleitung, also ich stricke den ja wirklich nach Augenmaß. Also ich muss den anprobieren und mit dem kurzen Seil komme ich nicht weit. Das kriege ich nicht einmal über den Kopf so. Also im Moment stricke ich hier blind. Oder würde ich blind dran weiter stricken. Und das freut mich eigentlich auch nicht. Und ja, das tut das halt. Aber das mache ich auf jeden Fall weiter. Und das ist die Wolle dazu. Ja, das letzte Mal habe ich gesagt, ich könnte ja den Kragen schon mal machen. Ist auch nicht passiert. Weil den Kragen oben habe ich ja provisorisch angeschlagen. Und jetzt, wo ich das Teil zur Runde geschlossen habe, könnte ich den Kragen machen, nämlich so einen I-Cord-Abschluss, aber habe ich nicht getan. So. Schwupp. Dann, wo ist das? Da. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich über das reden will. Das war eins von denen, die ich fast vergessen habe, mir aufzuschreiben, weil das nicht in dem Korb ist. Somit auch nicht im Blick und schon gar nicht im Gedächtnis. Das verdränge ich gut. Momentan geht da gar nichts weiter. Ich möchte es aber weiter. Also ich werde es nicht auftrennen oder so. Ich werde es irgendwann fertig machen. Ja. Das ist mein Flexi im Patentmuster. Und der war lustig bis dahin. Und jetzt stricke ich den ja in den zweifärbigen Patent mit Muster. So, dass man die Nadeln dann nicht stiffen gehen. Und es ist einfach nur anstrengend. Ich weiß, dass mir nicht mehr viel fehlt und im Prinzip geht es ja auch schnell. Ich stricke das mit 5er Nadeln, glaube ich. 5 oder 5? Nein. Mit 4,5er Nadeln. Wenn ich stricke. Wenn ich stricke, stricke ich es mit 4,5er Nadeln. Ja, meistens liegt es aber einfach nur im Kasten rum. Dafür ist meine Rosina-Jacke gewachsen. Und zwar ganz schön ordentlich. So, das Schöne an dem Gelben ist nun, in der gelben Wolle ist auch, dass man aufpassen muss, was man anhat. Und ich habe heute eine schwarze Hose an. Und jetzt gelbe Fussel drauf. So. Also das ist ja jetzt so, dass ich das nicht immer, ich kann ja gar nicht, heute zum Beispiel könnte ich gar nicht dran weiter stricken wegen der Hose, das wäre ja blöd, ne? Ich würde mir ja komplett die Hose einsauen, wenn ich an dem Weiterstick gehe nicht. Das gilt übrigens auch für Spinnen, mir geht es auch beim Spinnen so, machen wir mal kurzen Zwischenstand zum Spinnen. Vielleicht nenne ich das heute chaotische Folge oder so. Das ist der Kammzug, an dem ich gerade spinne, nämlich Merino mit Kamel vom Mondschaf. Und das habe ich noch über. Und ja, ich nehme mir immer einen Abschnitt vor, also einen Farbabschnitt. Und jetzt schaut das nicht nach wirklich viel aus, aber an so einem Farbabschnitt, weil ich das so schön dünn spinnen tue, spinne ich 2 Stunden locker. Also 2 Stunden. 4 Stunden, 6 Stunden,
8 Stunden Spinnen habe ich hier noch vor mir. Und auch das kann ich heute nicht wegen der Hose. Das geht einfach nicht, weil die schaut dann auch, die schaut jetzt schon aus. Dann habe ich nämlich schon... Heute mache ich hier Gymnastik. Wenn wir schon beim Spinnen sind, immer noch auf meiner Handspindel Merino. Eine Merino. Und auf meiner Trindel habe ich Merino mit Seide. Auch immer noch. Wo sich schon seit Wochen und Monaten, die ist leer, nichts bewegt hat. Und auch auf meiner Snyder-Spindel habe ich, seit ihr das letzte Mal gesehen habt, genau nichts weiter gesponnen. Womit wir jetzt also die Zusammenfassung für Spinnen auch hätten. So. Und jetzt weiter. Meine Rosinerjacke. Wie mache ich das jetzt? Am besten verkehrt. Also ich zeige euch den Rücken, weil das letzte Mal habe ich sie angehabt, habt ihr den Vorderteil gesehen. Und quasi von dem Rückenmuster gar nichts. Zeige ich euch jetzt. Schaut auch sehr abenteuerlich aus. Ich habe das letzte Mal, hatte ich das ja auf 2 Nadeln verteilt, damit ich es anziehen kann. Und dann habe ich mit der einen eben die Reihe fertig gestrickt und das war die mit dem kürzeren Seil von den beiden Nadeln. Und jetzt habe ich das Ganze auf einem 80 cm Seil. Ja, ist jetzt zum Zeigen nicht so optimal, aber wurscht. Also da hat man dann diesen, da oben ist der Schalkragen und dann beginnt hier oben beim Nacken das Muster und dann teilt sich das und geht unter den Armen durch. Ja, so, und weiter und weiter und weiter und dann strickt man das, bis das auf diesen Schalkragen vom Vorderteil trifft. Da bin ich jetzt. Ich weiß noch immer nicht, wie es in der Anleitung gemeint ist. Mit dem Zwickel, den man dann, also ja, es ist der letzte Mustersatz, den man strickt, ist anders als die davor. Soweit habe ich das schon behirnt, drum heißt das Ding wohl Zwickel. Aber ich habe nicht rausgefunden, ab welchem Zeitpunkt man wirklich dann das Teil strickt, weil so wie auf dem, ja, und übrigens, Grüße an Wollgedöns, Hilda. Hilda habe ich heute in der Früh gesehen, ihre aktuelle Folge, und sie strickt an der Lavinia Tunika von Fadenstille, und das ist ja auch eine Anleitung von Fadenstille, und die Anleitungen sind wohl alle ähnlich. Es ist schön, dass da Fotos dabei sind, und die, also elendslange Anleitungen, ja, und Fotos dabei, aber auf den Fotos, wie auch Hilda festgestellt hat, sieht man eigentlich nichts, was einem weiterhilft. Und ja, gut, es sind freie Anleitungen, es ist sicher eine Sauarbeit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch nie wer gesagt hat, auf den Fotos, die helfen einem nicht weiter, also das bringt nichts. Ja, wurscht, wie auch immer. Hilda hat es nicht weiter kommentiert. Ich werde auch nichts weiter zu den Anleitungen sagen. Ich meine, Hut ab vor der Sauarbeit, die sich Fadenstille damit macht. Und es sind freie Anleitungen und ja, wurscht. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie es gemeint war. Ich habe dann einfach Freestyle da gestrickt. Also es hat Ähnlichkeit mit dem Foto. Ja, egal. Irgendwie muss man halt dann das beenden. Ne? Dieses wandernde Muster, das habe ich. Und jetzt wird es dann weitergehen mit dem Lesmuster vom Kragen. Und zwar über die ganze Breite. Das ist jetzt dann das nächste, was ich machen werde. Also ab jetzt kommt dieses, was ist das? Blattmuster, ich weiß nicht so genau. Es ist ein sehr einfaches Lesmuster, man hat es auch schnell auswendig. Also das Muster ist überhaupt kein Thema, das ist super. Bringt auch Abwechslung rein, das Gestickte. Und
Ja, also wie gesagt, jetzt, ich habe keine Ahnung, wie oft ich das dann wiederholen soll, das Muster. Bis ich nicht mehr mag, würde ich jetzt mal behaupten. Beziehungsweise bis eng wird. Ich habe jetzt an der Stelle eben, wo ich bin, gewogen. Ich habe noch 145 Gramm. Das heißt, ich habe, es waren mehr als drei, ein bisschen mehr als 300 Gramm insgesamt ursprünglich. Also, rechnet selber. Wurscht. Auf jeden Fall tue ich mir total, trotz Wiegen und allem, tue ich mir total schwer jetzt zu sagen, ob sich da lange Ärmel noch ausgehen oder nicht. 145 Gramm ist eigentlich noch viel. Ich werde vielleicht, wenn ich dran denke, einen Mustersatz jetzt stricken unten über die ganze Länge und dann messen, wie viel fehlt. Also wieder wiegen. Damit ich ungefähr weiß, was mir dann für die Ärmel bleiben wird, wenn ich so und so viele Wiederholungen von dem Lesmuster mache. Aber wie ich mich kenne, vergesse ich eh. Aber ja, wie gesagt, zur Not wären es nur kurze Ärmel oder Dreiviertelärmel, das ist mir eigentlich egal. Also es müssen keine langen Ärmel werden. Ja, das ist meine Rosina. Und da habe ich das meiste gestrickt in der letzten Woche. Also da habe ich die meiste Zeit hineingesteckt, muss ich sagen. In den Sockhead-Head und in die Weste. So, jetzt schaue ich mal auf meinem Spickzettel, ob ich da einigermaßen, ja, im grünen Bereich bin. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Ich kann ja nicht nur das Angenehme erzählen. Mein Tubularity ist ein Stückel gewachsen, nicht viel. Also echt nur 4 cm vielleicht. Jetzt ist es nur leider so, dass mir das Ding überhaupt nicht gefällt. Und ich kann jetzt gar nicht mal sagen, woran es liegt. Also ich stricke das mit vierfädiger Wolle, so wie meinen anderen auch. Mit Dreiernadeln, so wie meinen anderen auch. Und im Gegensatz zum anderen ist der total lockig. Jetzt weiß ich nicht, liegt es an der Farbe, weil das so hell ist und durch die helle Farbe fällt das halt so auf, dass das so. Gefällt mir überhaupt nicht. Also der wird aufgetrennt, weil damit werde ich nicht glücklich, das weiß ich. Also es hat überhaupt keinen Sinn, da noch irgendwie was weiterzumachen. Und beim Grau-Rechts-Teil habe ich mir noch gedacht, ja, ist vielleicht durch das Grau-Rechts. Und schaue ich mir mal dann den Glattrechtsteil an, aber das kann nichts. Dafür habe ich schon eine Idee, was. Also, zuerst, was war das Erste, was ich draus machen wollte? Helft's mir mal, was war das Erste, was ich draus machen wollte? Hatte ich ja schon angeschlagen. Was war das? Ich hatte den schon mal angeschlagen. Ist egal. Und das war dann nichts. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Und jetzt habe ich es mit dem probiert und will auch nicht. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem was von der Martina Behm draus machen. Und zwar das, was Wollmessi jetzt gemacht hat. Als letztes diesen dicken, war so ähnlich wie der Tubularity, nur halt anders. Also so ähnlich, aber anders. Und gefällt mir bei ihr total gut. Und ich werde versuchen, ob mir das dann mit der Wolle besser gefällt. Die Anleitung heißt irgendwas mit Rosen. Rosenbridge? Ja. Na, ihr werdet es erfahren, wenn ich das Ding dann angeschlagen habe damit. Aber zuerst muss ich es. Wenn man eine Haube von der Nadel hat, dann müssen wir neue anschlagen. Irgendwo habe ich es. Ah, da. Das Grüne ist aus dem Rest von meiner, da habe ich schon eine Haube draus gestrickt. Von der Malabrigo. Das ist schön zusammengeknüllt. Malabrigo Arroyo.
sollte euch die irgendwo über den Weg hupfen, die Wolle, dann schnappt sie euch und hält sie gut fest. Bitte. Weil die ist super. Also die ist so super zum Stricken. Die ist einfach nur ein Traum. Ich glaube, das ist 6-fach oder 8-fach. Das ist jedenfalls ein dickeres Ding. Und aus der habe ich eben das Bündchen gestrickt. Und jetzt stricke ich das weiter mit der weißen Wolle. Das ist aus dem Restepaket von Glimmer Omi. Und zwar ist das Junghans Wolle Merino Classic in der Farbe Natur, oder? Ja, Natur. Ich meine, das ist die Farbe Merino Classic bei Strich Natur. Ich weiß nicht. Jo. Und das Muster heißt... Das Muster heißt Violet Waffles, glaube ich. Ja, ich schreibe es euch unten dann in die Beschreibung. Eine Freianleitung ist ein Watschen einfaches Muster. Und ich stricke das auf 4er Nadeln. Also es geht auch recht flott weiter. Was gut ist, weil ich eben... Zu diesen, habe ich ja das letzte Mal auch schon gesagt, zu diesen ganzen Gestricke da auf diesen dünnen Nadeln auch ein bisschen ein Kontrastprogramm brauche hin und wieder, und da sind dann so Hauben mit dicken Nadeln auch nicht schlecht. Apropos dicke Nadeln, auch neu angeschlagen und habt ihr noch nicht gesehen, habe ich das da. Kommt es euch bekannt vor? Ich hoffe wohl. Es ist nicht ganz so, weil ich habe es abgewandelt. Auch da wollen wir die Nadeln stiften gehen. Meine 4,5er Nadeln. Und das ist auch Junghans Wolle, aber das Tat, da habe ich jetzt genau nichts dazu da. Beides nämlich, das Gelb. Aus dem Gelben habe ich ja schon meinen Top gestrickt, und das Bunte ist auch so ein Baumwolle, Leinen und noch irgendwas Gemisch. Und das wird noch ein Enchanted Mesa von Stephen West. Und meine Abwandlungen sind, also ich habe einmal diesen Rollkragen nicht gestrickt. Den habe ich mal weggelassen und mich gleich ins Geschehen gestürzt. Und dann habe ich nur 3 Segmente gestrickt von diesen, es wären Raglan eigentlich, ne? Oder wie heißt das dann, wenn man so einen Rounded Yoke, also nur 3, weil ich das eher für den Sommer, also auf luftig leicht und für den Sommer haben möchte, weil Baumwolle und Leinen und so. Und mit kurzen Ärmeln, und das soll ja halt kein schlapper Pullover werden, so wie der andere. Was okay ist für zu Hause und für Wochenende und im Winter und warm und herumlungern. Aber den möchte ich halt dann doch eher auch zum einen Teil haben, damit ich mich auch hinausgehen kann. Ja, und jetzt nach 3 Wiederholungen habe ich also das beendet mit diesen Zunahmen, mit diesen Luckerln da, die ihr da seht. Und jetzt geht es geradeaus weiter. Vorher habe ich noch auf der einen Seite den Ärmel abgekettet, und jetzt strickt man das, es ist schief, ich weiß, man strickt das jetzt geradeaus weiter, und irgendwann muss ich dann den zweiten, und dann wird das wieder ausgeglichen durch verkürzte Reihen, aber so weit bin ich noch nicht. Jetzt erstmal geradeaus, so weit, bis ich halt dann den zweiten Ärmel abketten kann, auf ungefähr, ich möchte nämlich auf selber Höhe abketten und nicht irgendwo. Da ist genau gar nichts drin. Ist auch interessant. So, was habe ich da? Ja, das ist auch nichts. Das ist auch genau nichts. Ich habe es zumindest probiert. Das sollte ja werden, das Wellen in Pink. Ja, schaut es euch selber an. Also so weit bin ich jetzt.
Und nach diesen Stückchen habe ich genug. Also ich habe echt schon, ich habe festgestellt, ich mag das Muster nicht. Ich mag es einfach, ich kann das Muster nicht leiden, ich mag es einfach nicht. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich mache so einen 1,20 Meter langen Schal oder noch länger oder ja, bis die Wolle halt aus ist. Nein, definitiv nicht. Also auch das werde ich auftrennen, aber das ist ja nicht viel verhackt, habe ich ja nicht viel. Und mir irgendwas anderes suchen. Da habe ich noch keinen Plan, ich weiß nicht. Da weiß ich noch nicht, was ich sonst. Das lasse ich gleich heraus. Das lasse ich gleich heraus. Das brauche ich gar nicht mehr einpacken. Zahlt sich gar nicht mehr aus. So. Dann habe ich. Ja, genau, das werde ich wahrscheinlich auch auftrennen. Ich weiß nicht. Jetzt liegt schon länger herum und ich denke drüber nach und überlege, was ich, ob ich weitermache oder nicht. Das ist das immer noch das Rechteck, wo ich euch nicht sage, was es werden wird. Und ich glaube, das wird es auch nicht. So, hätten wir das auch besprochen. Wo ist es da? So, und dann, und ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Ja, schaut gut aus. Das ist tatsächlich schon das letzte Projekt auf meinen Nadeln. Außer den Decken. Neu angefangen habe ich das. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Boah, ja. Aus dem Kammzug vom Spinnen mit, Strick mit, Spinnen mit, Knitlong, Spinnelong, Dingsbums, die von Nines Wollkiste. Der Kammzug ist von Regenbogenwolle und das ist eine Mischung aus Bluefest Lester Superwash, glaube ich, Kaschmir und Nylon. So weit, so gut. Beim Kammzug selber ist mir ja noch nichts aufgefallen. Beim Spinnen ist mir nichts aufgefallen und auch beim Zwirnen nicht und auch beim Knäuelwickeln nicht. So, dann habe ich geschaut, was ich könnte ich daraus machen. Ein Tuch war mal klar, weil ich habe es zweifach verzwirnt und es sind 430 Meter. Im Nachhinein jetzt wäre mir lieber, ich hätte es dreifach verzwirnt und könnte Socken draus stricken, aber leider. Weil, also ich habe ein Tuch angefangen gehabt und beim Stricken, also ich war nur so ein Stück weit. Und während ich daran gestrickt habe, habe ich mir schon gedacht, also beim Stricken auf der Hand, habe ich mir gedacht, dann habe ich das Ding genommen und so gemacht und auch nur so kurz, wie ihr jetzt seht. Also mich kratzt es wie Sau. Deswegen wäre mir lieber gewesen, ich hätte es dreifach verzwirnt und könnte jetzt Socken draus stricken. Aber dann habe ich überlegt, okay, dann mache ich mische das mit einer zweiten Wolle und mache irgendwas Zweifärbiges oder auch Dreifärbiges, egal, ein Tuch. Aber dann hätte ich wieder das Problem, ne, kratzt. So, und dann habe ich das noch gefunden, nicht, es ist mir eingefallen, weil ich habe das vor ewigen Zeiten in einem Podcast gesehen und dann habe ich es in meine Queue gestopft und dort auch Gott sei Dank wiedergefunden, weil ich hätte nicht gewusst, wie es heißt. Das heißt Hedije, ist eine Kaufanleitung auf Ravelry und da strickt man die Borte zuerst, also die untere Kante von dem Tuch und das mache ich jetzt, nämlich aus dem, weil dann habe ich die untere Kante aus dem, wo es mich nicht kratzen kann und ja, es sind Zöpfe. Also es ist, ich sag mal zur Einstimmung von Celtic Myths, also zum dran gewöhnen vielleicht so als, ja, es sind Zöpfe, geht aber, ist nicht so schlimm und es sind verkürzte Reihen, weil das Ganze hier so eine Krümmung dann bekommt, weil es ja so ein halbrundes Tuch ist oder so ein halbrund, ja, so ein. Ich bleibe jetzt bei halbrund. Es ist nicht dreieckig. Und da strickt man laut Anleitung 31 Mal diese Musterwiederholung. Dann kommt in der Mitte so ein Teil, wo das schön zentriert sich, also dann ist das Muster sehr wurscht.
Und auf der anderen Seite geht es dann spiegelverkehrt weiter mit x-tausend Wiederholungen. Bei mir wären es wohl x-tausend Wiederholungen und nicht nur die 31. Ich werde es wiegen. Also ich möchte wirklich fast alles von dem verbrauchen für diese untere Kante. Und ich habe noch keinen Plan für den Körper, also ich habe noch keine Wolle rausgesucht, mit der ich dann den Körperteil stricken werde. Also entweder hupft irgendwas aus dem Regal, was dazu passt, oder auch nicht. Es kann auch ein Kontrast sein. Oder ich stricke jetzt einfach mal diese Borte. Das wird eh noch länger hingehen, weil Zöpfe. Und ja, vielleicht findet sich in der Zwischenzeit irgendwas, oder ich gehe dann gezielt auf die Suche nach einer Farbe, die dann da gut dazu passen wird. Das ist also meine Notlösung für die leider sehr kratzige Wolle. Ja, das hat mich ein bisschen frustriert. Ich finde es auch so von der Farbe total super, aber ja, schade, ne? Kann ich nicht am Hals tragen. Ich kann es auch nicht am Kopf tragen. Für Stulpen ist es zu viel, also da bleibt mir zu viel über. Was soll ich dann damit? Und Socken, wie gesagt, ist zweifach verzwirnt, also das Socken hätte ich dann nicht lange. Leider. Ja, kann nichts machen. Ja, ich glaube, mit meinem Korb bin ich durch. Was habe ich sonst noch da drin? Ja, ich habe sogar da meine Snyder-Spindel, habe ich auch, was da alles zum Vorschein kommt, wenn man mal ausräumt. Also meine Snyder-Spindel mit dem aus dem Adventsfaserkalender, und da hat sich nichts getan. Ist auch kein Wunder, wenn die da im Korb ganz unten sind. Dann habe ich noch eine Ankündigung für euch zu machen. Das wollte ich eigentlich letzte Woche machen, habe es vergessen. Und manche haben es eh gelesen, weil ich habe einen Thread aufgemacht auf Ravelry. Und zwar wird es im Oktober, am 29. und am 30. Oktober, erstmalig in Wien ein Wollfest geben. Und es heißt erstes Wiener Woll- und Stofffest. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Also ich bin sicher dort, und wenn möglich bin ich an beiden Tagen dort und wenn möglich an beiden Tagen den ganzen Tag. So, das wäre jetzt so meine Vorstellung. Also ich bin echt gespannt. Und es wird ja auch zeitnah, dass sowas mal in Österreich groß aufgezogen wird und stattfindet. Es ist Zeit. Gut, das wollte ich euch noch mitteilen, und ansonsten war es das für diese Woche. Irgendwas wollte ich euch noch sagen zu dem, ja genau, zu dem. Das da würde ich total gerne nämlich heute schon anfangen, also das andere, das auftrennen und dann das andere anfangen. Ja, aber jetzt muss ich das Video editieren und dann muss ich es hochladen, dann muss ich die Shownote schreiben und dann muss ich das alles verlinken. Mal schauen, ob sich das heute noch ausgeht. Zumindest das Auftrennen könnte sich aus. Ach ja, und dann muss ich noch die letzte Folge von The Walking Dead schauen. Mein Tochterkind hat mir zwar schon alles verraten, ich werde es mir trotzdem ansehen. Und dann ist ja wieder lange nichts, ne? Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Seid alle brav und friedlich. Und so, fleißig, 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 fleißig sein, liebe Leute. Jo. Ich weiß nicht. Ah, heute. Das ist echt die Chaos-Folge heute. Und ich habe auch sicher. Lass mich nur kurz nachdenken. Ich glaube. Kennt ihr das? So dieses Gefühl? Mir geht es jetzt auch so. Jetzt ist es ja doch schon so. Also in der Früh und am Abend ist immer. Ja, am Abend. Ja, auf jeden Fall in der Früh ist es noch relativ frisch bei uns. Aber wenn man dann rausgeht, ohne Jacke, ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. So wie ich jetzt auch irgendwie. Na egal. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und Baba.